War ja gar nicht, was da kam. Oh, man muss ein bisschen RP können. Was muss man können? Hallo? Aber ich glaube wirklich so, bei den Cops brauchst du auch genug großartige Voraussetzungen, um Cop zu werden. Aber ich bin eigentlich hier, Medic zu werden auf Malten, einfach so ein bisschen aus Spaß. Ja. Mit dem RTW rumdüsen. Ja gut, hat ja AP. kein RTB. Ja gut, doch der Hä? hat einen, aber was für welchen Rang das ist. Ach, ich war mal schnell. Der Herr. Muted. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie alles erkundet? Ja, also unteren Teil, ich denke mal oben, gibt es nicht so viel zu erkunden. Nee, nicht wirklich. Nur das Possibilität. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wie viele Ränge gibt es bei Ihnen und welcher Rang sind Sie und ab welchem Rang kann man den RTW nutzen, sage ich mal. Also ich bin aktuell Rang 3, das heißt Leutnant. Okay, und ab wann kann man den RTW nutzen? F3 hatte. Nena? Ja. Ab Rang 2. Eins auch noch. Und Aber eins geht auch. heißt, ab 1 kann man schon den RTW nutzen. Ja, nee, Moment. Nee, eins ist ja noch Dings. Nee, ab Rang 2 kann man den erst nutzen. Weil ab Rang 2 hat man dann auch die Sanitäterausbildung. Weil ab Rang 1 ist so ein bisschen Mechanik und sowas für Autos. Achso, okay. Also Autos reparieren und sowas. Und wie läuft es ab mit diesem Thema Upranks, sag ich mal? Was genau wollen Sie da wissen? Ja, ob man eine gewisse Spielstundenanzahl braucht, oder besser gesagt, wie viele Arbeiterstunden man braucht, oder wie läuft es ab, dass man geupdatet wird. Also man braucht schon ein paar Stunden. Und das kommt dann eben halt darauf an, wie die Ausbilder und so Zeit haben. Aber im Prinzip geht Ach das so, okay. eigentlich ganz schnell. Kommt immer darauf an, wie viele Spielstunden man hat. Okay. Herr Kollege, hast du noch irgendwelche Fragen? Sonst Nee, immer können wir nicht. wieder weiter düsen. Jo. Okay, gut, dann, wie gesagt, vielen Dank noch. Und ich hoffe, man sieht sich mal wieder, aber nur im positiven Sinn. Jo. Hoffe ich auch. Dann. Ja, schönen Tag Ihnen noch und schönen Dienst. Gleichfalls. Jo, tschö. Ja, den RTW kann man schon ab Rang 2, aber auch schon ab Rang 1 nutzen. Nee, warte mal. Rang 2. Ein bisschen, ja gut, man weiß nicht, wie lange er schon im Dienst ist, dass er schon mitgemacht hat und sowas, ne? Aber das ist natürlich schwierig, wenn man neue Leute haben will, dass man so unmotiviert ist. Was ist das hier, Polizei? Ja. Wir lassen mal jemanden anschreiben, oder? Ob jemand vorbeikommt, Lust hat. Ein paar Fragen. Guck mal, einfach so Ziff sehen. Dann bin ich komplett zufrieden mit dem Ziff. Ich habe einmal ein Ziff-Auto vorbeigefahren. Ich glaube, da kannst du lange fahren, aber du musst halt wirklich in der Stadt fahren oder so. Ja, das ist die Gro das ist so eine Riesenstadt. Au. Au. Warte mal. Gut, als nächstes würde ich sagen, wir den einzigsten Flughafen. Okay. Sind 6 Kilometer. Dann sind wir schon wieder ganz oben der Insel.
Weißt du siehst sie sind gar nicht so groß, wo sind denn die alle? Ja, ist auch ein Verarbeiter oder sowas halt. Nämlich an Drogen. Auf jeden Fall kamen hier welche entlang. Auf jeden Fall kamen hier welche entlang. Echt? Ja, man sieht es doch. Die ganzen Sachen umgefahren hier. Leitpfosten und so was. Also irgendwann innerhalb der Matrix ist hier mal jemand entlang gefahren. Ja, die Insel ist echt schön. Ja. Und stell dir vor, Chef, hier drauf, und er weiß, dass man Feuerwehrautos hat. Ja. Mit richtig Löchern und Feuerlöchern. Ja. Oh, da ist ein Auto. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein RTV. Oh. Guck dir mal an. Was? Guck dir den mal an. Was macht der denn jetzt? Der hat irgendwie Angst. Ich frage, ob er Zeit hat, vielleicht können wir mit ihm ein bisschen quatschen. Sind Sie sicher, dass er nicht dasselbe ist? Bist du dasselbe? Gucken. Nö, das ist ein anderer. Einen wunderschönen. Mikrofon. Ciao. Hallo. Herrn Hansen. Ich wollte fragen, ob Sie mal ein bisschen Zeit haben zum Quatschen oder ob Sie gerade was zu tun haben. Ich wollte mir gerade mal gegenüber die Vegetation da angucken, ob man da noch was richten kann. Dann habe ich gemerkt, dass da jemand hinter mir war und bin erstmal hier rangefahren. Vorsicht, rutschen Sie mir da nicht ab, ne? Nicht, dass Sie nicht was tun. Okay. Ne, wissen Sie, weil... Ja, ja, wissen Sie, wir sind mit dem Flugzeug von uns angereist, wissen Sie. Ah. Und wir entdecken hier gerade alles.